insofern war das schon auch ganz klar auf diese Personalie gemünzt. Absolut. Als Fahrlehrer würde man sagen, vorausschauendes Fahren, Carsten, was das angeht. Hast du einen Führerschein? Ich habe tatsächlich auch einen Führerschein, ja. Aber nein, ja, Für den nochmal kurz Mofa, zusammengefasst. fürs Motorfahrrad. Nee, das, sowas fahre ich nicht. Wir starten in die Rückrunde und gleich mit einem Kracher, nämlich Leipzig gegen Leverkusen. Und der andere Kracher kommt jetzt auch rein in die Show. Marcello, hallo. Einen wunderschönen guten Morgen ins vereiste München. Das kannst du wohl sagen. Ich bin mit Schlittschuhen hier ins Studio gekommen, aber gleich mal rein in deine Auswertung, die neue Unit-Auswertung, die muss ja irgendwie auch nochmal greifen. Ja, die hat noch nicht gegriffen, zumindest wenn es darum geht, eine positive Bilanz rauszuholen. Tatsächlich waren von den 10 abgegebenen Tipps nur 3 richtig. Wir werden das Ganze in Zukunft nochmal etwas grafisch besser ja, darlegen, aber Fakt ist, im Endeffekt lagen wir so bei minus 5, minus 6 Units. Deswegen bin ich damit nicht sonderlich zufrieden gewesen, aber ihr müsst mir natürlich auch die Chance geben, das Ganze erstmal so ein bisschen zu implementieren, vor allen Dingen mich auch ein bisschen reinzufinden, was ich am besten machen kann mit den Units, und dann bleibt natürlich noch der Hinweis, alles was ich tue, selbst wenn ich jetzt diese fiktiven Units setze, ist natürlich ohne Gewähr. Das heißt, es sind meine subjektiven Wahrnehmungen, meine subjektiven Einschätzungen, ihr könnt darauf vertrauen, ihr müsst nicht darauf vertrauen, ihr könnt das als Anregung sehen, als Hilfestellung, aber ihr müsst immer noch selbst eure Tipps abgeben. Deswegen hackt nicht auf mir rum, ganz im Gegenteil, hofft mit mir, dass ich in dieser Woche besser liege. Ich streichel einmal über deinen Kopf und wir machen weiter. Xabi Alonso hat ja schon aufgrund des Afrika-Asien-Cups 2/3 seiner Dreierkette, also seiner Defensive, nicht mehr am Start. In Augsburg hat er sogar Tah auch noch rausgenommen. Warum? Weil der mit 4 gelben Karten unterwegs war und er wollte unbedingt vermeiden, dass er im Spitzenspiel gegen Leipzig gesperrt ist. Also, das war die Vorsichtsmaßnahme von Xabi Alonso und jetzt tritt er in Leipzig an. Ich glaube, das ist ein Spiel, was viel entscheiden kann. Es wird auf jeden Fall eine brutale Herausforderung für die Leverkusener. Ich glaube, die hätten sich sogar gewünscht, dass Leipzig am vergangenen Wochenende das erste Spiel im neuen Jahr gewonnen hätte. Ja, sie haben aber allerdings 0:1 verloren gegen Frankfurt, obwohl sie sehr, sehr viele hochkarätige Chancen hatten. Dann ist Leipzig gerade vor heimischer Kulisse natürlich immer für viele Tore und vor allen Dingen auch für gute Ergebnisse gut. Und für Schnelligkeit, denn das war auch ein Grund. Ne? Tah kann die Schnelligkeit von Openda matchen. Also insofern war das schon auch ganz klar auf diese Personalie gemünzt. Absolut. Als Fahrlehrer würde man sagen, vorausschauendes Fahren, Carsten, was das angeht. Hast du eigentlich einen Führerschein? Ich habe tatsächlich auch einen Führerschein, ja. Aber nein, ja, nochmal. Für den Mofa, fürs Motorfahrrad. Nee, das, sowas fahre ich nicht. Nee, aber nochmal, Leverkusen hat eine wirklich herausragende Hinrunde gespielt, 45 Punkte geholt. Nur der FC Bayern München hatte jemals in der Bundesliga mehr Punkte auf dem Konto, das sogar 3-mal schon. Und stets wurde Bayern München dadurch auch Meister. Das heißt, wenn man rein nach den Statistiken geht, hat Leverkusen wirklich eine sehr, sehr gute Chance, dieses Jahr die Meisterschaft zu holen. Carsten, du weißt, ich bin nach wie vor eher bei den Bayern. Leverkusen hat keine einzige Pflichtspielniederlage, 26 Pflichtspiele, 23 Siege, 3 Unentschieden. Und trotzdem wird es jetzt eine relativ schwierige Aufgabe in Leipzig, weil Leipzig tatsächlich in der eigenen Bundesliga-Historie überhaupt nur ein einziges Mal 2 Heimspiele in Folge verloren hat. Und das liegt mittlerweile auch schon 5,5 Jahre her. Deswegen für mich eine absolut ausgeglichene Ausgangslage. Ich sage leichte Vorteile tatsächlich für Leipzig, ja, aufgrund der Personalsituation bei den Leverkusener. Und deswegen glaube ich in erster Linie oder gehe ich in erster Linie darauf, dass wir Tore sehen werden. Auf beiden Seiten, ja, über 2,5 Tore, 1,62 ist die Quote. Und ich starte euch gleich mal mit einer sehr, ja, selbstbewussten Einsatzhöhe, nämlich mit 4 Units. Die Bayern spielen am Sonntag gegen Bremen und Bremen hat sich verstärkt mit einem Abwehrspieler aus Südamerika. Malatini heißt er und die Bayern müssen schon wieder auf einen Abwehrspieler verzichten. De Ligt wieder verletzt, Marcel. Das wird allerdings keinen großen Unterschied machen, Carsten, weil auch Bremen 2 wichtige Spieler ja nicht zur Verfügung stehen. Zum einen natürlich Marvin Ducksch, der hat seine 5. gelbe Karte gesehen, und auch Leonardo Bittencourt. Und das sind ja meiner Meinung nach schon so die beiden Aktivposten im Offensivspiel bei den Bremern. Und deswegen, ja, selbst wenn beispielsweise ein Goretzka mal wieder in der Innenverteidigung spielen sollte, glaube ich nicht, dass das zum großen Problem werden wird. Die Bayern haben offensiv so viel Qualität und Bremen ist defensiv, beziehungsweise auch in der Fremde defensiv so anfällig,
dass ich mir eigentlich kein anderes Ergebnis vorstellen kann als einen souveränen Bayern-Sieg. Jamal Musiala ist sicherlich noch zu erwähnen, Doppeltorschütze am vergangenen Freitag gegen Hoffenheim, sehr, sehr gutes Spiel gemacht, sehr abgeklärt vor dem Tor gewesen. Da können wir uns richtig was freuen, auch hinsichtlich der Europameisterschaft im Sommer. Und ja, Bayern hat 9 der letzten 10 Bundesligaspiele gewonnen und Bayern ist seit mittlerweile 32 Pflichtspielen gegen Werder Bremen ungeschlagen. 28 Siege, 4 Unentschieden. Die letzte Niederlage gab es im September 2008, ja, gegen Bremen. Deswegen wirklich eine klare Ausgangslage zugunsten der Mannschaft von Thomas Tuchel, der übrigens 8 aufeinanderfolgende Bundesligaspiele als Trainer gegen Werder Bremen gewinnen konnte. Deswegen Bayern minus 1 in der ersten Halbzeit ist mein erster Tipp. Das heißt, ich sage, Bayern führt nach 45 Minuten bereits mit 2 Toren Unterschied. Dafür finden wir eine Quote von 2,50. Da wähle ich einen Einsatz von 2 Units. Und mein zweiter Tipp zu dieser Partie bezieht sich auf den genannten Jamal Musiala. Ich sage nämlich, dass er erneut ein Tor erzielen wird. Und da finden wir eine sehr, sehr, ja, solide und vor allen Dingen überraschend hohe Quote von 2,60. Und da wähle ich dann nochmal eine Unit als Einsatz. Du bist kreativ unterwegs. Ihr könnt übrigens auch kreativ unterwegs sein, und zwar bei unserem Gewinnspiel beim Predictor Cash abräumen ohne Einsatz. Registriere dich bei predictor.wettbasis.com, tippe die aktuelle Runde und kassiere tolle Cashpreise. Die Kölner haben 1:1 gespielt gegen Heidenheim und eigentlich war das ein Spiel, was sie unbedingt hätten gewinnen müssen. Jetzt fällt auch noch Davy Selke aus, der Einzige, der mal ungefähr weiß, wo das Tor steht. Also der Sturm ist praktisch nicht mehr vorhanden und jetzt empfangen sie den BVB mit Jadon Sancho. Den Gewinner des 17. Spieltags, Carsten. Borussia Dortmund für mich der Gewinner des 17. Spieltags. Stuttgart verloren, Leipzig verloren, Dortmund gewonnen. Zack, sind wir wieder drin im Rennen um die Champions League Plätze. Ja, das ist allerdings nur die halbe Wahrheit, da bin ich ganz ehrlich, denn ich habe mir das Spiel angeschaut gegen Darmstadt, was die Dortmunder da wieder die ersten 15, 20, 25 Minuten eigentlich bis zu diesem 1:0 fabriziert haben. Das war schlecht. Wirklich schlecht. Darmstadt hat das Spiel gemacht, Darmstadt hatte mehr Ballbesitz, Darmstadt hatte die in Anführungsstrichen besseren Chancen und deswegen bin ich nach wie vor relativ skeptisch, was die Dortmunder angeht. Aber ähnlich wie letzte Woche, wo ich gesagt habe, das größte Argument, was für Dortmund spricht, ist der Gegner. So wird es auch diesmal wieder sein. Du hast es angesprochen, Carsten, Köln ohne Selke. Selke hat 5 der insgesamt 11 Saisontore der Kölner erzielt, unter Praktisch die anderem auch die Hälfte, letzten ja. 3. Ja, genau, ja, fast über die Hälfte. Deswegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kölner gegen Dortmund, die ja mit Sancho wirklich wieder auch einen Aktivposten dazu bekommen haben, der sofort gezeigt hat nach der Einwechslung, dass er der Mannschaft auf jeden Fall helfen kann, glaube ich einfach nicht, dass die Kölner hier was Zählbares mitnehmen. Deswegen gehe ich auf den Auswärtssieg der Dortmunder zu einer Quote von 1,72. Da setze ich 3 von möglichen 5 Units und möchte ganz gerne auch sagen, dass Timo Schulz eine ganz gute Bilanz gegen Dortmund vorzuweisen hat. Genauer gesagt, der Mann stand einmal gegen den BVB an der Seitenlinie. Das war im DFB-Pokal-Achtelfinale 2021-22, damals in Diensten des FC Unentschieden, St. Pauli. Verlängerung, ja. So ist es. St. Pauli ist ins Viertelfinale eingezogen gegen den Erstligisten aus Dortmund. Deswegen Timo Schulz hat gute Erinnerungen. Trotzdem glaube ich, dass Schwarz-Gelb hier die nächsten 3 Punkte einfahren wird. Und jetzt steigen wir ganz tief hinab in den Keller und treffen dann auf Mainz und Union. Die spielen am Freitag. Mainz hätte eigentlich, wenn wir jetzt den Expected Goal Wert mal zu Rate ziehen, wesentlich mehr Treffer erzielen müssen. Haben sie aber nicht. Deshalb sind sie in diesen Schwierigkeiten. Und Union hat die Abwehr verstärkt. Bonucci ist weg, Kevin Vogt gekommen. Und außerdem haben sie einen herausragenden Keeper, Frederic Renault. Der war Mann des Spiels beim 0:0 in Freiburg. Du sagst es, Carsten. Und das zeigt auch ziemlich gut, wie schwer es einfach ist, auf die Bundesliga zu tippen. Denn ich hatte ja beispielsweise den Freiburger Heimsieg prophezeit gegen Union Berlin. Freiburg war die klar bessere Mannschaft, zahlreiche hundertprozentige Chancen gehabt, aber Renault hat eben mehrfach herausragend pariert und dementsprechend endet so ein Spiel dann auch mal 0:0. Und bei Mainz hast du auch schon ganz viele wichtige Punkte angesprochen. Sie spielen besser, als das die Ergebnisse vermuten lassen, das ist ganz klar. Sind allerdings auch schon wieder seit 7 Bundesligaspielen in Folge sieglos. 5 Unentschieden, 2 Niederlagen. Die Offensive bleibt das große Problem, wenngleich man sagen muss, dass Jan Sievert da auch vielleicht ein bisschen selbst dran schuld ist, zumindest am vergangenen Wochenende. Denn er hat mit Papilla und Kraus schon zwei eher defensivere Mittelfeldspieler gebracht auf der Achterposition und hat dafür beispielsweise einen Richter draußen gelassen, einen Kruder, das 19-jährige Top-Talent der Mainzer, oder auch ein Barrero. Deswegen, er könnte da von der Aufstellung her schon ein bisschen offensiver agieren. Könnte mir vorstellen, dass das gegen Union Berlin jetzt der Fall sein wird, weil man natürlich sagen muss, die Ausgangslage
gibt einiges her. Mainz momentan 3 Punkte hinter Union Berlin, aber mit dem besseren Torverhältnis. Das heißt, im Fall eines Sieges würden sie an den Eisernen im Klassement vorbeiziehen. Deswegen, ich sage, Mainz hat hier richtig gute Chancen, mit einem Heimsieg die Abstiegsplätze zu verlassen. Und deswegen sage ich, Mainz erzielt in dieser Partie mindestens 2 Tore. Der Knoten platzt endlich. Es gibt endlich diesen, ja, viel zitierten Brustlöser. Und deswegen Mainz mindestens 2 Tore, 2,30 die Quote, 2 Units der Einsatz. Vom Brustlöser kommen wir zum Spiel Freiburg gegen Hoffenheim. Wer läuft denn da mit stolz geschwellter Brust auf? Christian Streich, Carsten. Christian Streich, der wird zwar nicht auflaufen, der wird aber an der Seitenlinie stehen mit seiner breiten Brust, mit seinen unfassbar breiten Schultern, weil, ich sag dir auch warum, der hat alle 7 bisherigen direkten Duelle gegen sein Gegenüber, gegen Pellegrino Matarazzo, gewonnen. 7 Spiele, 7 Siege. Deswegen, er weiß, wie es geht gegen diesen den gegnerischen Trainer. Und allgemein sage ich, dass Freiburg sich, wie eben schon erwähnt, unter Wert verkauft hat gegen Union Berlin. Viele Chancen einfach vergeben. Zu Hause sind sie normalerweise sehr, sehr stark. Mittlerweile auch schon wieder seit 6 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen. 3 Siege, 3 Unentschieden. Und vor allen Dingen hat Freiburg auch 6 der letzten 9 Bundesligaspiele gegen Hoffenheim gewonnen. Hinzu kommt, dass bei Hoffenheim Krischer Prömel fehlen wird. Das heißt, mit der wichtigste Mittelfeldspieler. Und das ist den Hoffenheimern ja gar nicht so lieb, weil insgesamt seit dem Beginn der letzten Saison stand er 17 Mal nicht in der Startelf oder konnte 17 Mal nicht mitwirken. Und die Hoffenheimer haben nur 3 dieser 17 Spiele siegreich gestalten können. Deswegen ohne Prömel und vor allen Dingen auch ohne Kevin Vogt, den du ja bereits angesprochen hast, der zu Union Berlin gewechselt ist, wird es, denke ich, eine sehr, sehr schwere Aufgabe für die Hoffenheimer. Und deswegen sage ich 2,07 als Quote, 1x und beide treffen. Und da setze ich dann auch wiederum 2 von möglichen 5 Units. Und dann sage ich dir, dass Merlin Röhl auch mit stolz geschwellter Brust auflaufen wird, denn er hat die letzten Spiele von Anfang an bestritten beim Sportclub Freiburg. Ich habe mit Streich auch nach dem Spiel gesprochen. Das ist ein Top-Junge, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes. Also der Ex-KSC-Spieler, der wird noch mal ganz oben anklopfen, da bin ich mir sicher. So, Bochum gegen Stuttgart. Der VfB klopft, glaube ich, nicht mehr ganz oben an. Wenn du damit die Meisterschaft meinst, dann auf gar keinen Meine ich. Fall. Ja, das ist auf gar keinen Fall. Die Champions League ist natürlich nach wie vor im Bereich des Möglichen. Allerdings jetzt auch eine ganz, ganz schwierige Aufgabe in Bochum, denn Carsten, Bochum schafft es irgendwie immer wieder, jeden Gegner einfach mal die Passquote oder bei jedem Gegner die Passquote um rund 10 bis 15% nach unten zu drücken. Das liegt einfach daran, dass sie einen sehr unorthodoxen Fußball spielen, viele lange Bälle, viele zweite Bälle, viele Zweikämpfe im Mittelfeld. Und das wird dann auch für Stuttgart eine Herausforderung, da einfach die Kontrolle zu behalten, die Geduld auch zu bewahren. Und ich glaube, Stuttgart wird es schaffen. Ja, da lege ich mich einfach mal fest, Bochum ist qualitativ dann doch unterlegen. Man merkt den Ausfall von Asano, das hat man auch letzte Woche gesehen, da lief offensiv nicht viel zusammen. Musste erst ein Distanzschuss her von Osterhage, der dann zum 1-0 geführt hat, hat allerdings auch nicht zum Sieg gereicht, endete ja 1-1 durch einen späten Treffer von Niklas Stark. Und es ist durchschnittlich das Duell der ältesten Mannschaft, Bochum, gegen die jüngste Mannschaft der Bundesliga, gegen den VfB Stuttgart. Und trotzdem sehe ich nochmal Stuttgart leicht vorne, unter anderem eben auch, weil sie einfach nur die Chancen vorne reinmachen müssen. Selbst letzte Woche, als sie 1-3 verloren haben in Gladbach, hätten sie mit einer besseren Chancenverwertung mindestens mal einen Punkt holen können, vielleicht sogar noch mehr. Und ich glaube, das wird jetzt gelingen in Bochum. Und deswegen Sieg Stuttgart in Verbindung mit mindestens 2 Toren im Spielverlauf, also dem über 1,5. Da finden wir eine Quote von 2,22 und da setze ich sogar 3 Units als Einsatz. Der VfL Wolfsburg muss an die Brenz zum Aufsteiger Heidenheim und die haben 21 Punkte und sind weit entfernt vom Abstiegskampf aktuell. Gebe ich dir 100% recht, Carsten. Heidenheim, du hast es angesprochen, 21 Punkte auf dem Konto. Allein 10 Punkte haben sie aus den letzten 4 Partien geholt. Das heißt, sie sind richtig gut drauf. Auch letzte Woche in Köln waren sie ja dem Sieg deutlich näher als die Heimmannschaft. Und jetzt geht es trotzdem so etwas wie gegen den Angstgegner, denn Wolfsburg hat bislang 4-mal gegen Heidenheim gespielt und 4-mal hieß der Sieger auch VfL Wolfsburg. Da gab es ein Torverhältnis von 10:1. Das heißt, man muss durchaus sagen, wenn man den direkten Vergleich ja, mit reinnimmt, dann ist Wolfsburg vielleicht sogar favorisiert. Das sehe ich allerdings nicht so, denn Heidenheim hat schon 5 Heimspiele gewonnen in der laufenden Saison, 5 von 8 Heimspielen und sie stehen auf Platz 6 der Heimtabelle. Deswegen Wolfsburg zuletzt auch mit vielen schwachen Ergebnissen der Fremde, auch wenn sie zuletzt, glaube ich, 4 Punkte aus 2 Partien geholt haben, gab es davor 6 Niederlagen in Folge in der Fremde und deswegen gehe ich mal weg von dem Dreiwegmarkt, weil mir einfach zu viele ja, Dinge ja, nicht sicher sind in dieser Partie. Aber was ich glaube,
dass wir Tore sehen werden. Warum? In insgesamt 8 Heimspielen von Heidenheim fielen 31 Treffer, also fast 4 im Schnitt. Wolfsburg ist immer für ein Tor gut. Heidenheim hat eine unfassbare Quote nach Standardsituation. Das heißt, auch da kann immer wieder ein Tor fallen. Und unter dem Strich ergibt das dann eine 1,78 für das über 2,5. Und auch da setze ich 3 Units. Und dann kommen wir zu einem Derby, Darmstadt gegen Frankfurt. Und die Frankfurter haben sich natürlich durch diesen 1:0-Sieg in Leipzig mal wieder rangerobbt. Ja, auch in Richtung Champions League-Plätze können sie mal wieder Fantasie entwickeln. Ja, ich sag mal so, wenn sie wieder komplett sind, also auch ein Skiri zurückgekehrt ist, ein Scheibi zurückgekehrt ist, ein Marmoush zurückgekehrt ist, wenn ein Van de Beek noch besser ja, integriert ist in das Gefüge, wenn ein Kalajdzic vielleicht doch wieder die nötige körperliche Fitness an den Tag legt, dann hat Frankfurt schon eine richtig, richtig gute Mannschaft beisammen. Das muss man ganz klar so sagen. Trotzdem wird das natürlich jetzt ein ganz, ganz anderes Spiel als in Darmstadt, als in Leipzig, Entschuldigung. In Leipzig konnten sie sich so ein bisschen hinten reinstellen, konnten kontern, hatten extrem viele Räume nach Ballgewinn, haben natürlich auch ein frühes Tor erzielt, was ihnen in die Karten gespielt hat. Jetzt gegen Darmstadt wird es eine Geduldsprobe. Darmstadt, ich habe es angesprochen, gegen Dortmund eigentlich mit einer guten Leistung in den ersten 30, 35 Minuten, aber es fehlt einfach an der Effektivität in der Offensive und dann leistet man sich einfach defensiv noch zu viele Fehler. Darmstadt stellt die schwächste Heimmannschaft der Liga, hat die meisten Gegentreffer vor heimischer Kulisse kassiert und wartet mittlerweile sogar seit über 400 Minuten vor den eigenen Fans auf ein Tor. Und dementsprechend sehe ich auch hier die Frankfurter vorne, weil sie einfach ja, formstärker sind, das Momentum auf ihrer Seite haben, das Selbstvertrauen auf ihrer Seite haben, 3 der letzten 4 Bundesligaspiele gewonnen haben und seit mittlerweile 9 Bundesligaspielen gegen Aufsteiger ungeschlagen sind. 7 Siege, 2 Unentschieden. Hinzu kommt ein Ansgar Knauf, der sich momentan in einer sehr guten Verfassung präsentiert. Letzte Woche das entscheidende Tor erzielt. Schon 4 Saisontore auf dem Konto, damit mehr als in den vergangenen 3 Spielzeiten zusammengerechnet. Und deswegen gehe ich, lange Rede, kurzer Sinn, auf den Auswärtssieg in diesem Derby auf Frankfurt. 2,0 gibt es dafür, 2 Units beträgt der Einsatz. Gladbach, beeindruckend mit dem 3:1 gegen Stuttgart, ist jetzt Gastgeber für Augsburg und da muss Jestorup auch gegen einen Negativtrend antreten, ankämpfen mit seinem Team. Ja, Carsten, erinnere dich mal dran, als damals Gerardo Seoane in die Bundesliga kam zu Leverkusen. Damals hieß es, es ist ein Trainer, der sehr großen Wert auf die Offensive legt, auf offensive Abläufe, auf Automatismen, einen sehr forschen, mutigen Spielstil pflegt. Das hat man bei Leverkusen nicht immer gesehen. Bei Gladbach sieht man das absolut. Ja, Gladbach spielt nach vorne hin einen richtig guten Fußball, sehr variabel. Ein Plea, der momentan wirklich sehr gut unterwegs ist. Ein Robin Hack, der zuletzt immer besser wurde, insgesamt 4 Torbeteiligungen vorzuweisen hat in den letzten 3 Spieltagen. Letzte Woche auch doppelt getroffen hat. Und wenn man jetzt noch schafft, diese defensiven ja, Unkonzentriertheiten abzustellen, das heißt individuelle Patzer teilweise, dann kann Gladbach wirklich noch eine ganz gute Rolle spielen, vielleicht sogar in Richtung Europapokal. Hätte ich vor der Saison nie gedacht, aber sie machen es richtig gut, gerade vor heimischer Kulisse. Das haben sie mittlerweile seit 6 Partien nicht mehr verloren und immer mindestens 2-mal getroffen in diesen 6 besagten Heimspielen. Und Gladbach hat auch mittlerweile seit 8 Bundesliga-Heimspielen gegen Augsburg nicht mehr verloren. Deswegen deutet dann hier doch relativ vieles auf die Fohlen hin, wenngleich Julian Weigl gesperrt fehlen wird. Und das ist somit der einzige Sechser, der dann auch mal defensiv die Aufgaben erledigt. Und das könnte dann durchaus ein wildes Spiel werden. Und deswegen kombiniere ich diese beiden Ansätze miteinander. Ich sage leichte Vorteile für Gladbach, also 1x, in Verbindung aber mit über 2,5 Toren, also mindestens 3 Treffer im Spielverlauf. Und da bekommen wir dann abschließend nochmal eine Quote von 2,12. Und da setze ich dann nochmal 2 Units. Perfekt. Das also der erste Rückrundenspieltag in der Bundesliga hier in der Übersicht. Noch einmal herzlichen Dank an Marcello. Und ihr wisst, die zweite Liga geht auch wieder an den Start an diesem Wochenende, genauso wie die dritte Liga. Und alles wird von uns begleitet. Euch eine tolle Woche.